neue Hardware-Technologien und der Einfluss auf die Datenbank-Performance. So ein kleiner, was machen wir alles? Ja, wer hat schon SSD im Einsatz? Ja, ein bisschen mehr wie ein Drittel, fast die Hälfte. Wo? In der Storage, richtig? Nur in der Storage. Okay. Vielleicht nicht das Optimale. Gibt es noch bessere Ideen, wie man es noch gewinnbringend einsetzen kann, noch effektiv einsetzen kann? Dann werden wir ein bisschen reden über größere SGA-Größen. Wer hat eine Datenbank, wo die SGA mehr als 200 GB groß ist? Da sehe ich 3, 4 Hände, ja? 5 Hände. Wer hat Datenbank, wo die SGA im Terabyte-Bereich ist? Na, warum nicht? Ah, und okay. Gut, also, da gibt es ein paar nette Features, die man nutzen kann, die hier helfen, die Performance durchaus zu steigern. Dann werden wir kurz über die neue M7 reden mit SQL in Silicon. Geniale Ansätze, leider nicht für alle gewinnbringend nutzbar, werden wir dann noch sehen. Dann werden wir über Storage wieder ein bisschen plaudern, dann das Preisgefüge zwischen SSD und Harddisks. Ja, da bewegt sich einiges, Gott sei Dank in Richtung SSD wird günstiger. Dann ein bisschen ein Ausblick, was kommt voraussichtlich heuer noch auf uns zu, ja, mit Intel X-Point und ein paar andere Sachen aus der Flash Submit aus dem letzten Jahr. Und was dann vielleicht nicht gleich kommt, aber hoffentlich in absehbarer Zeit, Themen eben, wie man gewisse Probleme, die wir haben mit Single-Thread-Performance, aber auch mit Long-Term-Backups, wie man die vielleicht in Zukunft dann lösen kann. Ja, so ein kleiner Review. Was haben wir schon, was nicht alle wissen? Im Bereich SSD, Memory, CPU, Storage, einfach quer durch die Bank. Alles, was man so als Oracle-Administrator braucht. SSD-Flash, wie sind die angebunden? Die sind heutzutage meistens in einer Storage angebunden. Die Storage haben meistens einen 4 Gigabit-Bus intern. Das heißt, ich kann da beim besten Fall in der Storage drinnen durchaus eine nette Geschwindigkeit und Durchsatz erreichen, aber ich kriege den nie an den Server ran. Ja, das ist das Problem. Ja, SSD ist schneller wie Disk, kein Thema. Ich kriege mehr IOs durch, auch kein Thema. Aber ich kriege die Performance und die Geschwindigkeit von SSDs mit heutiger Storage-Anbindung einfach nicht auf die Straße. Ja, das ist so, als hätte jemand einen Ferrari verkaufen und schraubt die Radeln drauf von einem, was nicht, VW-Käfer? Oder was war das ganz kleine? Die Ente, wie das geheißen? 2CV, ja? Solche Raffen auf einem Ferrari und dann wundern sie sich, warum sie jetzt nicht in 0, nix auf 200 sind. Ja? Naja, ihr kriegt die Besten auf die Straße. Ne? Und genau das Thema ist es. Es gibt viele Produkte, die aber jetzt von der Anbindung her in der Storage wenig bis gar keinen Sinn machen. Wo ich einfach die Verarbeitung und die SSD möglichst nah aneinander hängen muss. Wer kennt das NVM-Interface überhaupt? Schon mal gehört? Ja, CPUs können das in etwa seit 2 Generationen. Ja, ich kann da, die Daten haben sich inzwischen ein bisschen überholt. Ja. Das war bis vor einer Woche der Spitzenreiter mit den 2,8 GB pro Sekunde auf ein Medium zugreifen. Ja. Warum überholt? Es gab letzte Woche eine Ankündigung, bei uns auf der Homepage ist zu lesen, dass jemand Steckkarten hat, die schaffen in etwa 8 GB pro Sekunde. Ja? So, selbst wenn ich es in der Storage hätte, ja, dann könnte ich mit einer so einer Karte was machen? Meinen 8 Gigabit Anschluss, wobei das sind Gigabyte bitte, mein 8 Gigabit Anschluss, den ich habe, könnte ich 8-mal vollkriegen. Ja? Also mit einem so einem Ding könnte man von der Performance her alles erschlagen, was ihr Storage ausliefern kann. Ja? Das heißt, es macht keinen Sinn, diese Technologie jetzt in Storages zu verbauen, oder wenig Sinn. Es macht nur den Sinn, wo die Verarbeitung stattfindet. Ja? Das kann jetzt zum Beispiel Exadata oder irgendwas von Oracle sein mit Storage Cells, wo die Berechnung von Opferung auch bei den Daten basiert. Oracle nutzt das in die aktuellen Exadata-Shows. Zwar nicht die ganz, ganz schnellen, aber durchaus schnellere, als sie erreichen können. Aber ich kann aber anders hingehen. Ja? Wo steht geschrieben, dass ich das zum Permanentspeichern nutzen muss? Das Ding ist ja im Verhältnis relativ teuer. Ja? Permanentspeichern ist vielleicht nicht ganz so sinnvoll. Ich kann es als Cache benutzen. Und zwar seit Oracle 11.
Wer hat schon Flash Cache ausprobiert? Okay, Dejan, du zählst nicht. Peter, du zählst auch nicht. Okay, Gerhard, hat es der Dejan für dich gemacht? Nein, Spaß beiseite. Es nutzt keiner. Warum nicht? Ich verstehe es nicht. Ja, die Karten kosten Geld, aber im Vergleich zu dem, was man in Storage investiert, wo ich dann die Performance eh nicht auf Straßen kriege, nichts. Die Karten kosten 5.000, 6.000, 7.000 Euro, Server-Class-Karten. Ja? Aufwärts natürlich, ne? Oben hin, die teuersten, die ich gesehen habe, 17.000. Man hat auch noch nichts gegen Storage. Ja? Und das macht dann Sinn. Ja? Ich habe meine Daten immer noch persistent auf irgendwelchen Disken herumkugeln. Die kann ich restoren, recovern, backupen, was auch immer ich möchte. Aber die Verarbeitungsperformance brauche ich bei der CPU. Also machen wir es mit Cache. Ich kann bei Oracle bis zu 16 von diesen Dingen als Buffer-Cache ansprechen. Ja? Das heißt, sie kriegen da locker ihre großen Datenbanken im 10-Terabyte-Bereich, tut die komplette ins Memory. Und haben keine I.O.-Wartezeiten mehr. Das hilft jetzt nichts, wenn die Applikation sowieso kein I.O. macht, aber es gibt genug Applikationen, die machen durchaus mehrere 10.000 I.O.s pro Sekunde. Dann nimmer. Dann haben sie die Performance auf der Straße. Bessere SSD ist dann auch eben viel Memory in den SGAs. Warum? Memory ist immer schneller als SSD. Was geht heutzutage? Ja, sie kriegen einen Server problemlos Terabytes an Memory runter. Problemlos, man, kostet ja kein Thema. Ich werde das nicht für eine Pipi-Datenbank machen, aber wenn ich große Applikationen, große Datenbanken habe, Terabyte SGA ist kein Thema. Geht heutzutage. Nicht einmal ganz aktuelle Technologie, es geht bitte mit Server, die sind ein paar Jahre alt. Ja? Man muss es nur wissen, man muss es nur wollen. Ja? Und ich kann dann das da kombinieren. Ne? Ich sage, okay, Hausnummer, meine Datenbank ist 2-3 Terabyte. Ja? Das will und kann ich mir nicht leisten als Memory, weil so viel, die großen Memory-Chips kosten ein bisschen. Dann stecke ich zumindest ein halbes Terabyte Memory rein. Ja? Dann stecke ich mir ein, zwei solche SSD als Flash-Cache rein. Ja, und bringe meine ganze Datenbank mehr oder weniger ins Cache. Das heißt, alles, was ich jetzt an lesenden IO-Zeiten verbrauche, ist weg. Man schreibt eine IO, muss ich machen, das ist kein Thema, ja, aber der Lesende ist weg. Ja, ein paar Beispiele, wie solche Server ausschauen, was da reingeht. Ja, was man sieht, beispielsweise eben ein Server, 4 Terabyte Memory und 16 Terabyte Buffer-Cache im SSD. Ja, das, wer hat mehr als 20 Terabyte Datenbanken? Kennt man alle da locker unterbringen. Ja. Auch eine Idee, die wir leider noch bei keinen Kunden umgesetzt haben, sondern nur ausprobiert haben. Man kann bei der ASM, allerdings nicht geclustert, sondern nur Single-Server, hergehen und sagen, okay, ich mache eine Kombination, ich mache eine Fail-Group lokal auf SSD, remote auf Disk. Ja. Lesen passiert alles lokal. Schreiben muss auf beide, das heißt, schreiben wir irgendwo halt die Grenze, was ich auf Disk rauskriege. Ja. Kostet im Vergleich zu einer SSD in der Storage nichts. Ja, das sind ein paar tausend Euro. Ich habe immer noch die volle Recoverbarkeit, was auch immer Storage alles anbietet. Ja. Ist immer noch da, aber ich habe jetzt die Performance für ein relativ kleines Geld lokal. Man, Vorteil, Nachteil, man muss alles eben verwenden, hat Vor- und Nachteil. Aber das ist zum Beispiel eine Lösung, wie ich das relativ elegant machen kann. Ja. Ja. Spezialserver, wobei wird bei uns in Österreich wahrscheinlich dann eher nicht der Fall sein. Es gibt von Supermicro einen Server, wo ich 24 von diesen NVMe-Karten reinstecken kann, jetzt mit 8 Terabyte, was theoretisch gehen. Ja. Da kann sich schon wieder ausrechnen, da kommt ein bisschen was zusammen. Einfach nur zu zeigen, wo sind aktuell die Grenzen. Full Database Cache versus in Memory. In Memory kennt, glaube ich, jeder, zumindest schon mal gehört, oder? Das ist das, was Oracle mit der 12er herausgebracht hat, was aus meiner Sicht genial ist, wirklich genial, aber nur im DTW aus was bringt. Für OLTP bringt man das wenig bis gar nichts. Und stillschweigend hat Oracle mit 12.1.0.2 dann Full Database Caching herausgebracht. Nicht groß gehypt. Ja, warum? Das ist keine extra Option, das ist einfach in der Enterprise Edition da. Ja, wenn ich eine SGA haben kann, die größer ist oder annähernd so groß ist wie meine Datenbank, dann kann ich damit sagen, bitte, liebes Oracle, lade die Daten rein. Oracle macht ein paar Änderungen im LAU-Mechanismus von Buffer Cache. Es muss nichts mehr ausgecached werden, weil die Datenbank soll komplett gecached werden. Ja, das heißt,
oder geändert da ein bisschen was im Verhalten. Ich muss halt alle Blöcke, die ich wirklich brauche, ins Cache bringen können. Ja? Und siehe da, oh Wunder, auf einmal kann ich hier, ohne jetzt irgendwelche Optionen zu kaufen, den Laser NEO eliminieren. Und die zwei großen Unterschiede, die man eben hat, ist einerseits Buffer-Cache funktioniert ein bisschen anders, was nur bestimmt bis zu einem gewissen Grad hilft, auch die Parallelverarbeitung skaliert besser. Ja? Das heißt, mit Full-Database-Caching hat Oracle auch, was Parallel-Query, dieses Direct-Reads und so weiter betrifft, ein bisschen was geändert, damit es auch das Memory besser nutzen kann. Ja? Und ist in Wirklichkeit ein Parameter. Also, wäre es Buffer-Cache groß und dann einschalten. Ne? Also nicht so kompliziert. Ja? Und bringt relativ viel. In Memory hilft mir dann, wenn ich Data Warehouse-Applikationen habe, wo ich eben viel Datenangriff, längere Laufzeit habe, wo ich beim Data Warehouse-Beladen nämlich nicht mehr mit Bitmap-Indizes und Co. herumplagen muss, die brauche ich dann nicht mehr, wo Parallelverarbeitung extrem gut funktioniert, ja, wo ich auch entsprechende potente Hardware habe. Das, wenn man mit Oracle-Vertrieb in den letzten 6 Monaten geredet hat, ist mit Sicherheit das immer ein Thema gewesen. SQL in Silicon. Oracle redet schon länger davon, dass das Planern, jetzt ist die erste Version da. Bei den Spark-CPUs gibt es im Prinzip 3 Funktionalitäten, die Oracle da eingebaut hat. Das eine ist Secure Memory, das heißt, jeder Prozess, sein Memory, wird im Memory mehr oder weniger verschlüsselt. Greift jetzt in der Prozess aufs andere zu, sieht nur Trash. Und der Zugriff wird erkannt und sofort terminiert. Das heißt, alle diese Security-Themen, wo ich ins Prozess-Memory von einem anderen reinschaue, die kann ich damit abblocken. Und das ist aber auch das einzige Feature von dem, wo ich nicht zusätzliche Software-Optionen brauche. Das zweite, Hardware Encryption, ja, verschlüsseln eben alle gängigen Verschlüsselungsalgorithmus. Ja, macht Intel schon, zumindest mit AES seit längerer Zeit. Ja. Oracle hat es jetzt auch in der CPU drinnen, direkt in der Hardware. Oracle sagt, mit Native Speed, also sprich mit der Geschwindigkeit, wie Sie lesen können, können Sie auch eher fair und entschlüsseln. Intel schafft es nicht ganz so schnell, aber durchaus auch schnell. Und der letzte, das hilft dann nur bei In-Memory, dass ich eben In-Memory Query schneller machen kann, weil die CPU, bei In-Memory kann ich die Daten komprimieren, sollte ich auch, damit ich Memory spare. Ja? Und dieses Entkomprimieren auf CPU-Level, das macht die CPU on the fly. Ja, das heißt, ich kann schneller zugreifen, als ich es vergleichbar mit anderen CPUs kann. Etwas, was ich immer ein bisschen strapaziere, ist, wie schauen es denn gerade aus, wenn man die Hersteller miteinander vergleicht. Ja, die Hersteller werden immer weniger. Ja. Hat noch wer HP, Itanium? Ja, okay, 1, 2, 3. Wird immer weniger. Warum? Zuerst hat Oracle gesagt, wir wollen nicht mehr, dann hat Intel gesagt, wir wollen nicht mehr und irgendwann hat HP gesagt, okay, wir geben auf. Wird immer weniger werden. Das heißt, Itanium fällt aus meinen Vergleichen jetzt mit der Zeit schon raus. In Wirklichkeit gibt es 3 Anbieter von ernsthaften CPUs für Server. Das ist Oracle mit den Sparks, das ist IBM mit den Powers und das ist Intel mit den Xeons. Und was machen die Hersteller? Sie versuchen natürlich, die Vergleichbarkeit möglichst nicht zu gewährleisten. Das heißt, es gibt Benchmarks, standardisierte Benchmarks, Backend und so weiter. Die machen sie bewusst mit Konstellationen, die der Mitbewerb so nicht anbietet. Also meine Interpretation. Du schaffst es nicht, bei Backend herzugehen und zu sagen, ich möchte jetzt einen Server vergleichen mit 2 Sockeln, was hat der? Bei einem findest du 2 Sockelmaschinen getestet, bei anderen 4 Sockelmaschinen getestet. Der nächste bietet nur 1 Sockelmaschinen getestet. Ein Sockel ist anders, skaliert anders wie 2 oder 4 Sockeln. Weil bei einem Sockel habe ich keine Kommunikation mit den anderen. Äpfel mit Birnen. Jetzt habe ich einfach so lange gegoogelt, bis ich relativ aktuelle Daten gefunden habe. Ich habe unten auch brav immer die Links, also eins ist von Intel, eins ist von Oracle. Einfach Vergleiche, ja? Wo sind wir, wie schnell sind wir. Und das, was für Oracle-Datenbanken das interessant ist, ist das Spec-Int-Base. Fast alle Verarbeitungen innerhalb von Oracle sind Integer-Operationen. Ja? Floating Point kommt bei Oracle fast nicht vor. Ja, das heißt, das Backend ist also der Beste, wo ich es einigermaßen vergleichen kann. Und der Rate ist, was ich kontinuierlich an Leistung schaffe. Nicht Peak-Leistung, ja, sondern was schaffe ich bei einem Benchmark kontinuierlich. Und da sieht man eben,
Ja, das ist halt von einer von Oracle-Block heraus. Ja. Spec in Trade, haben wir es. Spec in Trade besser. Ja, ist das Spark natürlich, weil es Oracle-Block ist, besser wie die Power. Ja, das ist die Power dazu, aktuelle Power. Ja, wenn man dann vergleicht, ja, schaut super toll aus. Ja, nur ein Sockel, da sind es zwei Sockeln. Wenn man dann schaut, Number of CPUs, das ist jetzt natürlich ein Fake. Stecken keine 20 CPUs drin. Was ist das? Und das ist das, was mich immer an eine Verzweiflung bringt beim Vergleichen. Was haben die wirklich? Ja? Warum? Oben steht er brav. Ja? Number of Chips 1, also in Wirklichkeit ist A CPU. Okay? Bei Oracle steht dann 256 CPUs. Na, was sind das? Das sind keine CPUs. Das sind ja nicht Cores, das sind Threads. Ja? Da wird so wirklich schön Äpfel und Birnen ein bisschen zusammengemischt. Das heißt, auf dieser einen CPU, auf dieser einen Spark, die hat in Wirklichkeit, müssen dann 16 sein, 16 Cores und jeder Core rennt mit 8 Threads. Was heißt das jetzt für meine Single-Thread-Performance? Wenn ich nicht allein bin, sondern wenn viele laufen, dann kriege ich ein Achtel von einem Core als Single-Thread-Performance. Was bei dem Benchmark jetzt nicht relevant ist, weil der parallelisiert sehr schön. Ja? Bei der IBM, ne, da sind es, das müssten 20 Cores sein, glaube ich, weil zwei Chips sind es 40 und sie skalieren mit 4, also sie haben 4 Threads pro Core. Und da gewinnt Oracle. Ja? Passt. Intel, natürlich keinsterweise irgendwie jetzt super vergleichbar, weil das ist einfach von der Architektur anders. Das sind eher so Single-Thread-Power, aber haben halt nicht, eben nicht so viele Threads. Und jetzt ist die Frage, was wir vergleichen. Ja? Und das ist eben 2-Sockel-Systeme, 4-Sockel-Systeme, 8-Sockel-Systeme. Und wenn ich jetzt einfach keck bin und sage, naja, die reden alle von so viel Cores, dann muss es dem anderen Anbieter auch zugestehen, so viel Cores zu haben, oder? Ich meine, dass der das auf mehr Chips verteilt, okay, aber... Und dann wären wir da, ne? Dann wären wir bei so 8-Sockel-Maschinen, ne? Mit halt 16, also pro Sockel 16 oder 18 Cores, 5.000 zu. Ja, das wäre jetzt mein Vergleich. Jetzt kann man natürlich sagen, nein, das kann ich so nicht sagen, weil vergleichen wir doch die Sockel. Ja? Okay, Single-Sockel, habe ich keinen gescheiten Benchmark gefunden, der in einer schönen Grafik war, aber mit 2 Sockel schaffen wir das schon. Ne? 2-Sockel-Performance. Ja, weil wenn die Bauer 2 Sockel darf, der Vorrackel, der Intel ist auch, oder? Ja, da sind wir aber auch da. Nur so zum Nachdenken. Das ist jetzt keine Bewertung. Jedes System hat Vor- und Nachteile. Ich muss nur wissen, es sind alle in etwa ähnlich schnell. Es sind die einen da besser, die anderen da besser. Die Frage ist, was ist meine Applikation? Und da können wir uns Ihnen gerne helfen. Ja, das ist so die Daten, die ich dann mühsam herumgegoogelt habe, versucht auch noch irgendwie so aufzubrechen. Die interessanten Sachen aus meiner Sicht habe ich eben rot dargestellt. Ja. Das sind so die Peaks, ja. Also eben die Intel, wenn ich 8 Core, wobei 8-Sockel-Systeme sind auch bei Intel sehr selten. Ja. Aber bin ich weit drüber. Das, was aus meiner Sicht für viele Applikationen das Relevante ist, ist die Single-Thread-Performance. Ja, wenn ein Benutzer was tippt, ja, dann möchte er eine Antwort haben. So schnell, wie es irgendwie geht, und das ist, außer beim Data Warehouse, fast immer Single-Thread. Und wenn man dann schaut, was kriege ich pro Core auf die Straßen, dann sehen wir, ja, die sind sehr ähnlich. Ja. Die sind halt in dem Bereich von 40 bis 60, diese RAID-Rate, diese Ergebnisrate. Wenn man dann anschaut, pro Thread, also dividiert durch das Thread, da ist das Bild ein ganz anderes. Ja. Da sind einfach die Intel-CPUs und Faktoren über den Power und Spark. Das heißt, anders interpretiert, ist meine Anforderung Single-Thread, dann sollte ich eigentlich nur die CPUs nehmen, weil die haben dort die Power. Ist meine Anforderung Data Warehouse parallelisieren, keine Ahnung, konsolidieren bis zu einem gewissen Grad. Ja? Wer hat nicht irgendwelche kleinen Datenbanken, die eh nicht viel brauchen, ja? Die möchte ich nicht auf eigenen Server haben, die möchte ich jetzt anfassen. Dann sind Power und Spark besser. Ja? Oder das ist eher das wo man sie sehen kann. Ja? Und ich muss jetzt einfach für mich entscheiden, was habe ich. Bin ich eher dort, bin ich eher da? Brauche ich beides?
Und wie gesagt, da können wir Ihnen gerne helfen. Wer die letzten Jahre bei unseren Veranstaltungen war, kennt die Diskussion Sahn versus Nas. Hoffentlich sind sie es noch nicht über. Es hat sich wieder was getan. State of the Art, was haben wir heuer oder was ist aktuell? Sahn 16 Gigabit setzt sie langsam durch. Die ersten Kunden verwenden es auch schon. Storages sind schon so angebunden. Nas sind wir fast immer noch bei 10 Gigabit, wobei es auch 14 Gigabit schon gibt. Und was ich am Anfang nicht geglaubt habe, es gibt da 2550. 25 oder 50. Hat mich eigentlich verwundert, weil standardisiert sind nur 100. Was machen die? Die splitten den 100er auf bis zu 4 Ports auf. Ja? Entweder 2 oder 4, dann kommen 25 oder 50. Warum? Weil man 100 oft nicht in den Server braucht. Ja? Das ist dann schon zu dick. Ja? Ich will gar nicht, dass der Server so dick angebunden ist, vielleicht die Storage, aber sicher nicht der Server, weil sonst kann man auch Server die Storage niederbügeln. Im Sahn ist jetzt, wie ich die Folie geschrieben habe, das war bitte Februar, also nicht so unendlich lang her, war bei Sahn 32 Gigabit zwar angekündigt, aber noch nicht da. Ja, letzte Woche kam dann ganz groß Ankündigung des ersten Produkts mit 32 Gigabit im Sahn-Bereich. Ja, bis heute war es nicht möglich, einen Preis herauszufinden. Also bin ich hergegangen und gesagt, okay, wenn Sie mir die 32 bittigen Preise nicht nehmen, wir sind sicher einig, sie werden nicht billiger sein wie die 16, oder? Wohl kaum, ne? Also das neue Auto mit doppelt so viel PS ist sicher nicht billiger wie das alte Auto, was 5 Jahre alt ist. Ne? Habe ich einfach Preise genommen, die jetzt von 16 Gigabit noch sind und habe das dann verglichen eben mit NAS, was im Backbone 100 Gigabit kann seit 2008, ne? Was Server mit 40 Gigabit, ne? Angebunden. Und jetzt ein kleiner Vergleich, ja. 4 Server, sogar mit 100 Gigabit anbunden, Entschuldigung, kostet 20.000. Ja. Das schaffe ich mit 16 Gigabit Sahn gerade einmal. Ja. Faktor 8 oder 7 dazwischen. Ja. Und wie schaut der Preisverfall aus im Sahn? Schön gemütlich, wie schaut er im IP-Bereich aus? Auch bei den Harddisks. Ja. Harddisks sind vom Preis her eher stabil. Es kommen nicht immer wieder ein paar Terabyte mehr raus, aber so das Preislevel ändert sich marginal. Ja. SSD-Bereich dramatisch. Ja. 40-50% günstiger wie vor einem Jahr. Ja. Wobei auch hier wird das relativiert. Warum? Die Sachen, die jetzt 50% billiger sind, sind nicht end of life. Es können neigen, da jetzt 2 oder 4 Mal so viel Kapazität haben. Aber auch dort, ja, das Preisgefüge ist halt dann mit der doppelten Kapazität wieder dort, was vor einem Jahr gekostet hat, aber doppelte Kapazität. Das heißt, ich habe dann einen rasanten Verfall. Allerdings ist es im Moment immer noch so, dass es Fakt ungefähr 1 zu 10 ist. Das heißt, SSDs sind in etwa 10-mal teurer wie Harddisks. Ja, und wenn man den Preisverfall weiter so anschaut, kann man ja ausrechnen, ne? Wo wird man enden? Harddisks bleiben fast gleich. Ja? Faktor 10 haben wir noch. Halbieren des Preises alle 2 Jahre, wer kann Mathematik? Ja, in 3, 4 Jahren sind wir dort, dass die SSDs billiger sind. Ein Argument, was ich auch von Storage-Herstellern immer wieder gekriegt habe, ja, aber die Disken werden weiterbleiben. Warum? Weil wir die Kapazität nicht haben in die SSDs. Ja, muss ich leider widersprechen. Es gibt aktuell 16 Terabyte SSDs, aber nur 10 Terabyte Harddisks. Ja, sind so im Moment die SSDs noch unglaublich teuer, aber die Kapazität haben sie schon erreicht. Archivierung. Ja, bei manchen Unternehmen, die da sitzen, ein riesiges Thema, sollten 30er auf Daten zugreifen können, hoffentlich auch, wenn man es braucht. Andere Unternehmen haben dann nur 7 Jahre. Ne? Aber trotzdem, ich muss das aufheben. Ne? Und ja, was macht man? Typischerweise was? Band. Ne? Band hat jetzt was für einen Beigeschmack? Wenn ich das Band oft genug beschreibe, ist es sicher kaputt. Ja? Und meine Daten halten halt ein paar Jahre, vielleicht länger wie 10, super, aber ziemlich sicher keine 30. Ja? Und sie haben noch einen Nachteil, sie sind modifizierbar. Für ein Langzeitarchiv sollte das nicht der Fall sein. Ich sollte die Daten, die archiviert sind, nicht ändern können. Ja? Storage-Anbieter machen das mit Technologien wie Snaplock. Snaplock heißt es? Ja. Doch, danke. Wenn ich es auf die Disk schreibe,
stellt die Storage sicher, dass es nicht mehr modifiziert werden kann. Ich kann zwar eine neue Version schreiben, aber die alte Version wird nicht gelöscht. Das geht, wenn es jetzt ums Archivieren geht, auch mit dem Nachfolger von den Blu-rays. Es sind vor 2-3 Jahren angekündigt worden, eine Kooperation zwischen Sony und Panasonic, die auch die Blu-rays mehr oder weniger gemeinsam entwickelt haben. Da kann ich jetzt 300 GB auf ein Medium. Ja, und weil auf einem Medium speichern zwar lustig ist, aber was tue ich mit 300 GB und vor allem, wer wechselt es? Ne? Brauche ich in Wirklichkeit so ein bisschen rundherum, so mit Roboter und mehr wäre Laufwerk, weil Laufwerk kann ich hin und so weiter. Und da bieten sie eben an, Lösungen mit 64 Drives, wo ich dann 180 Petabyte anspeichern kann. Falls mir das nicht reicht, kann man 4 von denen zusammenhängen. Also sie unterstützen es. Ich spreche es als ein Ding an, sind aber 4 von denen. Und Archivierungsdauer ist 100 Jahre. Damit sollte man die Themen, die wir haben in Archivieren, erschlagen können. Ich werde dann erzählen, neue Technologie, die kommen wird, das sind 100 Jahre nichts. Ja, werden wir noch sehen. Ja, damit bin ich mit dem Thema, was haben wir jetzt schon, wird aber praktisch nicht eingesetzt, ein bisschen durch. Wenn es Fragen gibt, bitte in den Pausen nachher. Ja, ich möchte jetzt kommen auf das, was wahrscheinlich heuer noch kommen wird. Wie ist es bei den Herstellern? Hat noch nie eine Verzögerung gegeben. Ne? Also, Ziehe Oracle, hat kaum 9 Monate Verzögerung gehabt, wie das über Wasser gekommen ist. Kann sich auch hier noch verzögern. Aktuell, aus meiner Sicht, das Interessanteste ist Intel mit der 3D-XPoint-Technologie. Intel sieht das mehr oder weniger als Nachfolger von Flash auf der einen Seite, aber auch als Ersatz für RAM auf der anderen Seite. Ich kann es direkt in den Server einbauen über dieses NVMe-Interface, das heißt sehr schnell. Ich kann es auch, das wird dann die zweite Generation aber erst sein, auch direkt in Memory-Slots einbauen. Das heißt, statt DRAM tut einbauen. Hat 10-mal höhere Packungsdichte wie RAM. Das heißt, angenommen, Sie bringen es mit der gleichen Fertigungstechnologie raus, kann ich von Haus aus, vom Start weg, 10-mal so viel pro Riegel haben. Preis gibt es natürlich noch nicht. Das heißt, wenn man sich jetzt vorstellt, 10-mal die Packungsdichte, aktuell gibt es 128 GB Module im Memory-Bereich, dann hat er einen 1,2 Terabyte-Bereich oder 1,4 Terabyte-Bereich. Ist okay. Und der Inhalt bleibt ohne Strom erhalten. Was heißt das jetzt für uns als Datenbank, wenn es dann mal da ist? Ne? Oracle muss natürlich den Code anpassen, aber das Buffer-Cache geht nicht mehr verloren. Ne? Du hast das Strom-Outage, ne? Du fährst das Ding hoch, ne? Betriebssystem muss auch mitspielen, ne? Das Betriebssystem erkennt, ups, da war ein Strom-Outage, holt sich den letzten Status und macht von dort kontinuierlich weiter. Ich brauche nicht mehr booten, ich brauche nichts mehr starten. Das ist so ein Ding, wo es hingeht. Und blöde Frage, haben wir sowas nicht eh schon? Hand hoch, wer nicht so etwas Ähnliches in der Hand hat oder in der Hosentasche stecken hat. Handys. Was war denn das für eine Katastrophe, wenn unsere Daten weg sind, wenn das Ding abstürzt und rebootet? Ja, also das ist einfach so quasi der nächste Schritt. Bei den Handys ist Flash, ich weiß ja. Kernspeicher hat das schon vor 40 Jahren. Ja, das Problem war die Speicherdichte. Ja. Also ich kann mich erinnern an den ersten Kernspeicher, den ich gesehen habe, der hat immerhin 128 Bit gehabt. Ja, war aber ja, so ein Blau, also so wie das Pult, ja, auch die Dicke hat in etwa passt. 128 Bit. Ja. Also interessante Technologie, Intel hat es angekündigt eigentlich fürs erste Halbjahr. Ist jetzt geschiftet auf, wird wahrscheinlich im Oktober vorgestellt. Schauen wir mal. Ja. Auch wenn es nächstes Jahr wird. Eine genial interessante Technologie, die mir auch für Datenbanken vielleicht nicht sofort, aber mit Oracle 13 oder 14 genial weiterhelfen wird. Ja. Flash Memory Summit, ich weiß, nicht unbedingt unser Zielthema. Auch ich habe mir nur die Ergebnisse mehr oder weniger angeschaut. Was ist das, was die Flash- und SSD-Hersteller aktuell glauben, wie es ausschauen wird in den nächsten Jahren? Ne? Und ja, also Samsung hat vor ein paar Tagen die 16 Terabyte SSD jetzt wirklich vorgestellt. Man kann sie bestellen, Lieferdatum ist aber erst in ein, zwei Quartalen. Größenordnung von 1 Million IOPS bei 4K. Wieder ein Medium, ja? Ihr redet von einer Storage, ihr redet von einer Ochtel Exadata, ihr redet von einem Ding. Ja?
Da müssen wir uns erst einmal Anwendungen einfallen lassen, die das abfackeln können. Wobei unsere Programmierer sind kreativ, die schaffen es locker. Ja, es gibt die jetzt 18 Terabyte Disk, die jetzt rausgekommen ist von Samsung, die ist jetzt für Storage gedacht. Ja. Die kann zwar schnell lesen, mit 200.000 IOPS, ja. Mehr wie die meisten von Ihnen wahrscheinlich in der Storage haben, sofern nicht schon SSDs drinstecken, kann aber nur mit 32.000 IOPS schreiben. Weil bei der Storage typischerweise viel mehr gelesen wird, wie geschrieben wird. Ja. Und ich habe nicht eine von den Dingen drin, ich habe dann 20, 30, 40 drinnen, also das passt schon von der Performance her. Nette Ding. Ne. Stellen Sie sich vor, so ein Shelf mit 24 von diesen Dingen drinnen, das rockt. Problem ist nur, ich habe niemanden, das abwackeln kann, weil die Anbindung zur Storage ist so langsam. Ja, Toshiba hat behauptet, dass sie ab jetzt für die nächsten paar Jahre jedes Jahr die Kapazität verdoppeln werden. Schauen wir mal, sie sind noch nicht da, also sie sind noch ein bisschen schleißig. Die 16 Terabyte waren für letztes Jahr angekündigt, Dezember letzten Jahres, da sind sie noch nicht. Ja, da gibt es eine wunderschöne Grafik, ich habe es leider nicht in einer sinnvollen Qualität bekommen, wo man einfach sieht, Kapazitätserweiterung von der Harddisk, Kapazitätserweiterung von der SSD. Fupp. Ja, also aktuelle Schätzungen sind, dass Harddisks frühestens 2025, falls es sie dann überhaupt noch gibt, ja, das ist also die nächste Frage, im größeren 100-Terabyte-Bereich sein werden. Toshiba glaubt, dass das mit den SSDs 2018, 2019, 2020 sein wird. Also 5 Jahre früher. Und wenn man jetzt das anschaut, Preisverfall, ja, Kapazitätssteigerung, dann werden wir wahrscheinlich so 2020, 2021 uns wirklich überlegen, warum soll man eine Harddisk auch tun? Ja. Die kostet inzwischen aufs Terabyte gerechnet in etwa dasselbe. Ja. Ist meistens anfälliger, wie es das? Was wird noch kommen? Langzeitarchivierung. Ich habe vorher das vorgestellt, was schon da ist, diese 300 Gigabyte, die halt 100 Jahre halten. Ja. Mit solchen Kleinigkeiten geben sie die in England NetApp, das ist von einer Uni, die das entwickelt hat, die im Moment jemanden suchen, der das vermarkten will. Die können 360 Terabyte pro Disk, bitte, das, was Sie hier sehen, ist die Disk, 2 Euro Münze. Ja? 360 Terabyte pro Disk. Okay. Hält 100 Grad aus, also versuchen Sie einmal irgendein aktuelles Speichermedium, das Sie haben, bei 1000 Grad irgendwo mal für ein paar Minuten zu archivieren, hält die problemlos aus. Und selbst wenn man sagt, okay, globale Erwärmung und so, 190 Grad werden wir nicht überleben. Also wenn es einmal 190 Grad hat, sind wir sicher nicht mehr da. Auf dem Planeten zumindest nicht. Bei 190 Grad gehen Sie von einer Lebensdauer von 13,8 Milliarden Jahren aus. Du jetzt nicht. Bei dir weiß es, es weißt. Wie kommen Sie auf diese Zahl? Weiß das wer? Genau, das ist die Zeit vom Urknall bis jetzt. Das heißt, hätte man das damals zum Zeitpunkt des Urknalls irgendwo hingeben können, bei maximal 190 Grad bis jetzt, waren die Daten immer noch drauf. Behaupten Sie. Aber ganz ehrlich, es ist uns wurscht. Dass das Ding wahrscheinlich ein paar hundert Jahre hält, das glaube ich jetzt einfach. Von dem Ding her, klar, man kann es nie bestimmt sagen, aber im Prinzip das, wie es gebaut ist, plus die Tests, die man halt heutzutage machen kann. Auch die 100 Jahre bei den Blu-ray-Nachfolgern warten wir jetzt nicht ab. Ja? Bei dem Test? Nein, war schon ein bisschen mehr, aber wurscht. Ja? Es wird lang genug sein für uns, ja? Und ich finde es interessant. Ja? Dann haben wir jetzt nicht mehr die Diskussion, was archivieren wir? Ja? Weil dann kann man ganz einfach sagen, ist mir völlig wurscht, ich spüre mein tägliches Backup da drauf. Ja, man kommt darauf an, was das Medium kostet. Ja. Und dann habe ich halt, keine Ahnung, wie groß ist das tägliche Backup bei euch, ja. Dann habe ich halt auch so einen Chip pro Tag. Es ist völlig wurscht. Ja, nein, das Thema haben wir überall, ob man in ein paar hundert Jahren das lesen kann. Wobei bei dem ist eher wahrscheinlich, weil das Auslesen geht nur über Licht, also über Laser. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir ein paar hundert Jahre einen Laser haben, ist hoch. Die Wahrscheinlichkeit, dass man ein paar hundert Jahre Harddisks lesen kann, ist null. Und auch so sehr ich CD, DVD und Co. mag, ich glaube nicht, dass wir in ein paar hundert Jahren das Ding noch lesen können. Ne? Ich finde es immer wieder erstaunlich. Ich habe meinem Sohn irgendwann mal gezeigt, ein Bild von einer Diskette.
Ja, wir müssen erklären, dass man darauf Daten speichern kann und er ist 8, ja, Kilobyte und so weiter, sagen wir noch nicht viel. Ne? Naja, da geht man drauf. Ich weiß, was du kennst, ja, da passen 2-3 Sekunden Musik drauf. Wozu habt ihr das gebraucht? Damals haben wir keine Musik abgespeichert auf die Dinger. Damals haben wir Daten auch. Aber aus seiner Sicht verständlich, ne? Was tue ich mit einer Sekunde Musik? Ja? Das ist wertlos. Ja. Entwicklungsrennen bei den CPUs. Die meisten von uns sind alt genug, um das noch live erlebt zu haben. Ja? Wie so quasi alle 18 Monate, 2 Jahre die Taktfrequenz sich verdoppelt hat. Ja? Link, wo man es nachlesen kann, falls es interessiert. Ja? Damit war Anfang des Jahrtausends Schluss. Die Grenze war ungefähr 4 GHz. Auch jetzt, aktuelle CPUs kratzen an dieser Grenze. Ja? Power und Oracle Spark leicht drüber, Intel merklich drunter, aber das ist so die magische Grenze, was man mit Silikon sinnvoll abwärmetechnisch in den Griff kriegt. Und meine Single-Thread-Performance ist eigentlich in der Zeit nicht wirklich so viel besser geworden. Man ist sie, warum? Die Hersteller schaffen es immer mehr pro Taktzyklus zu tun. Ja? So ein kleiner Vergleich, ja? Die erste CPU, die Intel ist aus der Technologie gemacht hat, vor vielen, vielen Jahren, Ende der 70er, ja, hat bei 5 MHz immerhin Millionen Instructions pro MHz pro Core. Ja, 0,07 gehabt. Sie haben aber keine Leistungsangabe gehabt damals. Ja, hast die Hand draufgelegt, Umgebungstemperatur. Ja, heutzutage, ja, da traust die CPU auf, ist es gekühlt drauf, das Ding ist verraucht. Ja. So schnell kannst du nicht mehr hingreifen, ist das Ding weg. Du merkst ja nicht, dass es warm wird. Ja? Das Ding ist schon tot, bevor es warm wird. Ja? Weil es braucht ein paar Sekunden, bis das durchgezogen ist. Da ist schon lang verglüht. Pentium 4, das war so die Speerspitze 2003, was gegangen ist eben bei Single Thread Performance. Und ich habe leider nur die Daten gefunden, keine aktuelleren. Ja? Hat dann immerhin schon Millionen Instructions pro Megahertz und Core 3,04 gehabt. Doch schöne Steigerung, ne? Bei halt knapp 90 Watt, was das Ding verarzt hat. Bitte Single-Thread, also ein Programm. Aktuelle Quad-Core-CPU, ja, schafft immerhin knapp 20. Allerdings muss man dazu sagen, Quad-Core, ne? 4 Cores. Wenn man jetzt das durch sich anschaut, ja, es sind jetzt 11 Jahre, ist gerade einmal ein Faktor 6. Nein, Blödsinn. Kopfrechner. Ja, 6. Ungefähr Faktor 6 schneller geworden. Das heißt, wenn ich jetzt ein Programm habe auf einem alten Intel, das portiere ich auf einen aktuellen Server, bin ich 6-mal schneller. Jetzt nicht berauschend für über 10 Jahre, oder? Und es ist im Moment einfach das Problem, das kann man nicht mehr viel steigern. Wie haben sie es denn steigern können? Naja, indem sie einfach in Multiplikationen, die früher halt 2 oder 3 Takte gebraucht haben, die machen sie jetzt 2 Multiplikationen in einem Takt. Ja. Aber das ist endenwollend. Ja. Das kann ich nicht beliebig hochschrauben. Ja. Und da kommt diese Technologie ins Spiel. Neue Anbieter, Softmaschinen, die eine neue Architektur gebaut haben, wo sie Single-Thread-Applikationen, Single-Thread-Performance intern auf mehrere Threads verteilen können. Ja, wie auch immer sie es technisch machen, technisch geben sie nicht so viel Preis. Ja. Zumindest nicht auf der Homepage, könnt ihr jeder abpassen. Ja. Die ersten CPUs sind schon da, die kann man sich anschauen. Das Schöne daran ist, sie sagen gar nicht, zu was kompatibel. Das ist einer wurscht. Ja, es gibt für alles Cross-Compiler. Das heißt, du schreibst quasi die Interpretation für das Ding, das machen sie auch. Ja. Und dann sagst du halt so, jetzt rennt der Core bitte auf einen x86 und der Core rennt auf einer ARM. Und der Core rennt auf einer Spark von mir aus. Ich meine, dass nicht alle Befehle äquivalent gleich schnell können, sondern manche Befehle werden schneller, manche langsamer sein, okay, aber ich habe nicht das Problem, dass ich hier mich festlegen muss. Weil sie eben den Core-Code, den man hat, auf einen internen Code sowieso übersetzen. Ja, also wir sind gerade am Anfang, die erste CPU ist da, die erste 64-Bit-CPU soll heuer kommen. Und aktuell, ne, glauben Sie, dass Sie 2018 in etwa die aktuellen Intel-CPUs weg, also die dann auch
aktuell sein werden, der Intel-CPU, in der Single-Side-Performance deplatzieren können. Dauert halt eine Zeit, bis man es auf die Straßen kriegt. Ja. So ein paar Hochrechnungen, die Grafiken sind halt nicht so sonderlich toll zu lesen. Ja. Aber das ist halt der Performance, die sie da erreichen wollen mit der Zeit, ja, und das pro Watt. Ja. Und da sind sie halt da, Single-Side-Performance und die Intel-CPU USD, Skylake, das ist die da. Ja. Klar, es ist jetzt noch schneller, aber wenn es nicht nur auf die Geschwindigkeit ankommt, sondern auf wie viel Leistung brauche ich pro Geschwindigkeit, dann ist die doch da deutlich weniger stromhungrig bei vergleichbarer Performance. Halt, erst in ein paar Jahren. Wie trifft es uns als DBAs oder als in unserer IT aktuell? Ne? Naja, Memory, Flash wächst zusammen. Ja, aktuell eben Memory und Flash noch sehr getrennte Sachen. Mit der Intel 3DX Point wächst es relativ zusammen. Man wird immer noch DRAM brauchen. Warum? Weil auch wenn es die Intel 3DX Point 10-mal schneller ist oder was auch immer schneller ist wie Flash, ja, sie ist immer noch deutlich langsamer wie Memory. Also die wird immer noch das RAM brauchen für die Sachen, die ganz schnell sein müssen. Aber es wird die IO-Zeit, solange ich im Server bleibe, massiv schneller werden. Gegen ein Storage wird es halt nicht unendlich viel schneller werden. Warum? Ja, weil halt da Infrastruktur auch Zeit kostet. Ja. Auch im Netzwerkbereich wird die Latenz geringer werden, aber da sind wir schon ziemlich am Ende der Fahnenstange. Ja, da ist nicht mehr so viel drinnen. Ja, und gerade im Dataverse-Bereich schaut es nicht, wenn man ein bisschen mehr Memory hat. Single-Thread-Performance. Ja. Der Single-User, Single-Applikation braucht es, unbestritten. Ich bin keck gesagt, auch der Data Warehouse ist kein Problem, wenn die einzelnen Cores schnell sind, ja, die einzelnen Threads schnell sind. Ich muss halt dann nicht so viel parallelisieren, und wenn ich weniger parallelisiere, weniger Overhead. Ja. Also, wenn man genug Cores zur Verfügung hat, mit CPUs, die Single-Thread sehr schnell sind, ist es für Data Warehouse durchaus auch etwas, was er nehmen kann. Und wenn man es jetzt einfach schafft, in den nächsten paar Jahren, da die, was ich an Rechenleistung pro Megahertz rauskriege, zu verbessern, wird uns das allen sicher gut tun, weil wer kennt nicht die Applikationen, die einfach viel zu langsam sind für die aktuelle Hard-Technologie. SQL in Silicon, die Idee, die Oracle hat, ist wirklich genial. Das Problem ist, dass die aktuellen Features, die sie drinnen haben, nicht für alle helfen. Ja? Weil Verschlüsselung unterstützt Intel schon länger, vielleicht nicht so performant, aber performant genug für die meisten Fälle. Das Secure Memory, das ist was jeden Nutzen bringt. Ja? Das heißt, ich lese Memory von anderen Prozessen, Angriffe sind damit ausgehebelt. Ja? Aber das mit In-Memory schneller dekomprimieren hilft mir halt nur dann, wenn ich In-Memory nutze. Ja? Und das hat dann halt auch nicht jeder. Und wer verwendet schon In-Memory? Habe ich mir gedacht, die Anzahl der Hände ist null. Schade eigentlich, wirklich geniale Technologie. Bringt sehr viel, haben wir schon ein paar POCs gemacht. Auch mit Firmen, die da im Raum sitzen. Also es bringt einiges, ist halt eine Kosten-Nutzen-Frage. Ja. Ob ich den Benefit brauche, weil es kostet ein bisschen Geld. Ja, zusammenfassend. Warum schaut die IT noch immer so aus, wie es ausschaut? Braucht sie ja keine Performance? Ist das alles egal? Es gibt Technologien, die sind schon durchaus ein paar Jahre da. Ja, wir müssen nur endlich uns bewegen. Ja, das anschauen, das evaluieren, das ausprobieren, das implementieren. Wir sind da relativ keck, wir probieren das halt immer im kleinen Rahmen aus. Ne? Wir kaufen uns halt nicht eine ganze SSD-Storage, wir kaufen uns halt 2, 3 SSDs und probieren das aus, aber die Ergebnisse sind trotzdem valide. Ne? Und die Sachen, die wir da erzählt haben, die meisten Sachen haben wir schon ausprobiert. Mit Local SSDs als Flash Cache, mit SSDs im ASM gespiegelt, das geht alles, ja? Ist alles da. Ja, es muss nur jemand sagen, ich will das einmal probieren, ich will es einmal testen. Und bin mir sicher, nicht alle werden es brauchen. Aber Hand aufs Herz, die Hälfte von ihren locker. Die Frage ist, warum eigentlich nicht?